Es ist 19.30 Uhr und wir von der Hessenschau sind wieder da. Herzlich willkommen. Ja, es ist Zeit, über genau diese Themen zu reden. Ein falscher Notarzt war monatelang in Osthessen unterwegs. Jetzt ist der Betrug aufgeflogen. Und das 49-Euro-Ticket soll kommen, deutschlandweit gültig. Angepeilt ist es ab Januar. Und jetzt geht's ab in den Norden Hessens. Diese beiden Gesichter, die zeigen im Moment das große Problem der SPD in Kassel. Beide sind in der SPD und beide treten gegeneinander an, um den Chefposten im Rathaus zu bekommen. Er, der Herr Geselle, ist OB in Kassel, will aber gar nicht mehr für seine SPD kandidieren. Sie will seinen Job haben, Frau Kagewill, die will aber für die SPD kandidieren. Und das hat die SPD gestern nach monatelangen Querelen beschlossen. Sie ist die Frau der Zukunft für die SPD. Herzlichen Glückwunsch. Danke, dass Sie für uns antreten. Parteichef Ron-Hendrik Hechelmann gratuliert als erster seiner OB-Kandidatin. Ja, ich nehme die Wahl an. Ich danke euch herzlich für euer Vertrauen. Isabel Kargwil erhält 61,2% der Stimmen. 186 SPD-Mitglieder sagen ja, 118 nein. 3 Stunden lang haben sie diskutiert. Bevor die neue Kandidatin gewählt werden kann, streiten die Genossinnen und Genossen aber, ob die Abstimmung überhaupt stattfinden soll. Lasst uns gemeinsam die Chance für unsere Partei ergreifen und heute eben keinen Gegenkandidaten zu Christian Geselle aufstellen. Lasst uns erstmal daran arbeiten, die SPD wieder zu einem statt weiter zu spalten. Deswegen bin ich gegen diesen Geschäftsordnungsantrag und ich bin dafür, dass wir heute abstimmen. Und ich sage euch auch, wie wir abstimmen. Ich werde Isabel wählen. Die Stimmung aufgeheizt. Mit ein bisschen Respekt. Der Auslöser: monatelang liegt OB Christian Geselle mit seiner SPD im Clinch. Verkehrspolitik, Energiegeld, der Amtsinhaber möchte mit der CDU zusammenarbeiten, die Partei aber lieber mit den Grünen. Dann der Bruch. Geselle macht seine Drohung wahr und kandidiert als unabhängiger Kandidat. Der Antrag der Nominierungsgegner wird abgeschmettert. Es geht turbulent weiter mit der Aussprache vor der eigentlichen Wahl. Lagerbildung, dazwischen ein tiefer Graben. Christian Geselle stand für sozialdemokratische Werte und Inhalte und tut dies auch weiterhin. Vor allem aber ist er der einzige Kandidat, der ein SPD-Parteibuch bei sich trägt und bereitsteht für eine Kandidatur, der überhaupt realistische Siegchancen hat. Isabel lebt unsere Grundwerte mit Herz und Verstand. Doch nun ist es an uns, unsere Grundwerte zu leben und solidarisch mit Isabel zu sein. Jetzt stellt euch mal vor, dieser ganze Knatsch, den es in unserer Parteiorganisation gibt, den würde es nicht geben. Würden wir da eine Genossin nominieren, die keine Führungserfahrung hat, die keine Kenntnisse hat in Organisation oder Verwaltung, würden wir das tun? Ich glaube, nein. Nein zur Wunschkandidatin der SPD-Spitze. Immerhin 38,8% haben so abgestimmt. Isabel Kargwil lächelt das erstmal weg. Das ist ein eindeutiges Ergebnis, das freut mich sehr. Und ja. Ich bin jetzt erstmal glücklich und muss die Emotionen jetzt auch erstmal verarbeiten. 5 Monate hat sie noch bis zur OB-Wahl. 5 Monate, in denen Isabel Kargwil auch ihre parteiinternen Gegner von sich überzeugen muss. Ja, und das, was da gerade bei der SPD in Kassel passiert, das wirkt nach. Heute haben CDU, FDP und Grüne verkündet, dass sie in Koalitionsverhandlungen eintreten werden. Und die sich anbahnende Jamaika-Koalition in Kassel nennen sie die Koalition der Vernunft. Die Hessenschau wird auf jeden Fall an diesem Thema dranbleiben. Ja, und jetzt ist der Moment, endlich zu sagen. Endlich ist er gefunden, der Nachfolger des 9-Euro-Tickets, das 49-Euro-Ticket, das soll kommen. Eventuell ab Januar, dann deutschlandweit. Und es hat ganz schön lange gedauert, bis sich die Verkehrsminister endlich dazu durchgerungen haben. Verspätungen, Verzögerungen. Fast 2 Stunden später als geplant beginnt heute auch die Pressekonferenz der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister. Ein mögliches Zeichen dafür, dass hinter den Kulissen lange gerungen wurde. Doch dann steht fest, das 49-Euro-Ticket im Regionalverkehr kommt. Die wichtige Botschaft ist, dass wir die Weichen jetzt gestellt haben, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir können jetzt anfangen mit der Vorbereitung der technischen Umsetzung.
Und die zentralen Fragen sind geklärt. Es soll ein deutschlandweit gültiges, ein Deutschland-Ticket sein, das die Möglichkeiten bietet, die auch das 9-Euro-Ticket geboten hat. Günstiger Preis, Licht im Tarifdschungel, das 9-Euro-Ticket war ein Verkaufsschlager. Im Juni, Juli und August gab es rund 10% weniger Fahrten mit dem Auto. Das teilt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit. Die CO2-Einsparung sei ähnlich groß gewesen, als hätte es auf den deutschen Autobahnen ein Jahr lang ein Tempolimit gegeben. Das 49-Euro-Ticket soll deswegen auch ein Klimaticket sein. Trotz der Einigung heute stellen die Landesverkehrsminister Forderungen an den Bund. Aber die Bedingung für die Länder ist, dass nicht nur dieses Ticket, sondern der Betrieb von Bussen und Bahnen dauerhaft finanziert ist und der Bund mehr Regionalisierungsmittel für den Betrieb und Ausbau des ÖPNV sowie Mittel für die gestiegenen Energiekosten bereitstellt. Der Bund will jährlich 1,5 Milliarden Euro für das Ticket ausgeben, aber das reicht den Ländern nicht. Auch wenn die Länder sich heute geschlossen geben, nicht alle hätten an einem Strang gezogen, sagt Mobilitätsforscher Andreas Knie. Es gibt einige Länder, die sind schon sehr weit in der Modernisierung ihrer Strukturen. Die haben schon einen vereinheitlichen Tarif, sie haben schon eine bessere Tarifgestaltung als andere. Und die jetzt diesen Vorsprung haben, die wollen natürlich diesen Vorsprung möglichst behalten, während andere Länder wirklich stumpf hinterherlaufen und nichts tun. Deshalb sind die Länder sich nicht wirklich einig in der Strukturreform. Immerhin habe man sich jetzt auf das Ticket verständigt und könne nicht mehr zurück. Für die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer bedeutet das vor allem geringere Fahrtkosten im Regionalverkehr. Bisher zahlen Pendler im Rhein-Main-Gebiet beispielsweise für die Strecke von Mainz nach Frankfurt bis zu 199 Euro im Monat. Nicht nur aus diesem Grund sind viele heute für das 49-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket war natürlich klasse, für 9 Euro überall hinzufahren. Aber für 49 Euro finde ich es auch vollkommen okay. Ganz einfach wegen Umweltschutz halt eben. Ich glaube schon, durch das 9-Euro-Ticket oder jetzt das 49, dass viel mehr Leute eben dann die Bahn nutzen werden. Für mich wird es wirklich lohnen, weil ich verdiene nicht so viel. Und das macht natürlich dann schon ungemein was aus, wenn man ein bisschen was sparen kann. Ab dem 1. Januar könnte es mit dem 49-Euro-Ticket auf die Reise gehen, wenn der Streit um die Finanzierung das Projekt nicht ausbremst. Ja, und es gibt derzeit sehr viele Themen, über die in der Politik gestritten wird. Hessen will 1000 afghanische Geflüchtete aufnehmen. Darum ging es heute im Hessischen Landtag. Und jetzt kommen die Nachrichten mit dir, Claudia. Ja, das Ganze nennt sich Landesaufnahmeprogramm. Dabei geht es darum, Menschen aufzunehmen, die zum Beispiel in Afghanistan als Dolmetscher für die Bundeswehr gearbeitet haben. Die AfD ist als einzige Partei dagegen, fordert einen kompletten Aufnahmestopp. Ein leichtes Zucken. Ansonsten bleibt AfD-Mann Richter fast regungslos, trotz aller Vorwürfe in der Debatte. Wieder einmal lässt die AfD-Fraktion ihrem Hass und ihrer Hetze gegenüber in höchste Not geratenen Geflüchteten freien Lauf. Sie vertreten nicht die Werte dieser Republik. Wer Deutschland liebt, will das nicht. Die AfD anscheinend schon. Es geht um Menschen in Not. Aus der Ukraine, aus Afghanistan. Hessen will 1000 Afghanen aufnehmen. Das haben die Grünen durchgesetzt. Sie sollen hier von Angehörigen versorgt werden. Die Kosten also vermutlich überschaubar. Die Aufregung der AfD trotzdem groß. Dass grüne Politik zu 100% darauf ausgerichtet ist, unser wunderbares Land zu deindustrialisieren und damit regelrecht zu verarmen, das dürfte den hessischen Bürgern mittlerweile nun wahrhaftig aufgegangen sein. Bei den anderen Fraktionen ist die Kritik gemäßigt. Linke und Liberale fragen, warum nicht früher und warum so eingeschränkt? Der Sozialminister erwidert, andere Bundesländer machten es auch so. Es ist unsere humanitäre Pflicht, Ihnen zu helfen. Das Aufnahmeprogramm soll rasch starten, sobald die Bundesinnenministerin zustimmt. Hessens Finanzminister Michael Boddenberg begrüßt die Fristverlängerung für die Grundsteuererklärung. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung soll bundesweit einmalig von Ende Oktober bis Ende Januar 2023 verlängert werden. In Hessen müssten rund 2,8 Millionen Erklärungen bearbeitet werden. 1,1 Millionen seien bereits abgegeben worden.
Am vorigen Freitag ist er eröffnet worden. Jetzt ist er schon wieder dicht. Der längste Straßentunnel Deutschlands, der Hirschhagen-Tunnel östlich von Kassel. Die Brandmeldeanlage löst ständig Feuermeldungen aus. Die Feuerwehr musste deshalb schon mehrfach ausrücken. Morgen kann eventuell ein Ersatzteil montiert werden. Bis dahin rollt der Verkehr wieder durch das Dorf Fürstenhagen. Unbekannte haben in Babenhausen einen Geldautomaten auf einem Firmengelände gesprengt. Das Häuschen drumherum nur noch zu erahnen. Der Geldautomat hängt in Fetzen an den Kabeln. Besonders gefährlich war, dass der Sprengsatz direkt neben einer Tankstelle für Werksangehörige detonierte. Die Polizei fahndet nun nach mutmaßlich drei Personen. Die Höhe der Geldbeute ist noch nicht bekannt. Am Boden zu sehen Farbflecken. Ein Hinweis darauf, dass die Geldscheine mit Farbbeuteln gesichert waren und somit ein Teil unbrauchbar gemacht wurde. Wo Notarzt draufsteht, da sollte eigentlich auch Notarzt drin sein. In Osthessen ist es aber passiert, dass monatelang ein falscher Notarzt im Einsatz war. Und das, obwohl der Mann polizeibekannt war. Wie hat er das hingekriegt? Das ist natürlich eine große Frage. Eins muss man sagen, man ist ihm auf die Schliche gekommen, Gott sei Dank. Aber es war ein großer Zufall. Ein ordentlicher Blechschaden. So einen hat Hans-Jürgen Rockel aus Lauterbach in seiner Werkstatt Mitte des Jahres repariert. Der Besitzer des Autos, ein Notarzt aus der Region. Das zumindest behauptet er. Den Schaden und ein ebenso bestelltes Auto zahlte er nie. Er kam ja dann immer und hat sich als Notarzt ausgegeben und gesagt, ihr kriegt ja euer Geld und ihr könnt mich ja in Willows dann, ich bin ja greifbar oder ich fahre in Alsfeld, also ich bin ja da, das ist ja kein Problem, Geld habe ich ja und als Notarzt kriegt das ja. Und ist ja immer in Notarztklamotten da rumgelaufen und hat sich als Notarzt auch immer gut präsentiert und ist ja auch mit dem Neff hier gebracht worden und wie auch immer. Mitte August weiß Rockel keinen Rat mehr und geht zur Polizei. Erstattet Anzeige. Die Ermittlungen kommen ins Rollen. Arm raus und drehen wir gleich wieder in die stabile Seitenlage rein, dass wir die Atemwege frei halten. Bald zeigt sich, der Notarzt ist ein Betrüger ohne ärztliche Ausbildung. 27 Mal soll der Mann im Vogelsbergkreis Einsätze gefahren sein. Auch im Main-Kinzig-Kreis war er unterwegs. Wie oft kann man dort noch nicht sagen. Bei unserer Recherche stoßen wir allerdings auf folgendes Video, ein Online-Seminar des Main-Kinzig-Kreises zu falschen Ärzten. Das ist auch uns passiert. In diesem Fall hat es uns dann doch getroffen, weil immerhin 6 Monate verstrichen sind, bis wir einen Kollegen entsprechend herausgefunden haben und der in dieser Zeit einiges an Versorgung gemacht hat. Der Landkreis dementiert, dass der Mann ein halbes Jahr tätig war. Als Zweifel an seiner Eignung aufkamen, er Nachweise zur Ausbildung nicht erbringen konnte, habe man ihn aus dem Dienst genommen. Nun ermitteln die Staatsanwaltschaften in Hanau und Gießen. Wir ermitteln momentan unter anderem wegen des Verdachts des Titelmissbrauchs, etwaiger Körperverletzungen und auch Urkundenfälschung. Mittlerweile steht fest, der 31-jährige Mann hat sich über die sogenannte Notarztbörse angeboten, eine im Rettungsdienst viel genutzte Online-Plattform. Auf Anfrage äußert sich der Vogelsbergkreis, der das Angebot ebenfalls nutzt. Die Notarztbörse garantiert, dass nur Notärzte vermittelt werden, deren Unterlagen dort geprüft wurden. Darauf darf sich ein Leistungserbringer in der ersten Akutphase verlassen. Akut heißt, gerade dann, wenn Notarztdienste kurzfristig besetzt werden müssen. Die Notarztbörse, selbst ein privater Anbieter, weist jede Verantwortung von sich. Jedes Mal, wenn ein Arzt, der noch nicht beglaubigte Unterlagen eingereicht hat, sozusagen vorgeschlagen wird, informieren wir den Arzt als auch den Auftraggeber und sagen, bitte vor Dienstbeginn die Unterlagen im Original prüfen. Die Verantwortlichen beim DRK Mittelhessen widersprechen. Von Seiten der Notarztbörse habe es keine Hinweise auf fehlende oder falsche Unterlagen des vermeintlichen Notarztes gegeben. Wo die Fehler gemacht wurden, sollen nun die Ermittlungen zeigen. Hessen will sein erstes Klimagesetz beschließen. In Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz gibt es das schon seit Jahren. Hessen hat lange gezögert, so ein Gesetz zu beschließen, hat gedacht, ein Plan reicht aus, aber ein Gesetz ist einfach verbindlicher. Die Umweltministerin nennt dieses Gesetz einen großen Meilenstein und die Opposition sagt, es ist eine Katastrophe. Auf jeden Fall ist klar, bis 2045 spätestens soll Hessen klimaneutral sein. Bis dahin ist noch ein weiter Weg und vor allem bei öffentlichen Gebäuden gibt es noch ganz schön viel zu tun.
100 Jahre alt und sanierungsbedürftig. Das Rathaus in Steinbach am Taunus. Energieberater Markus Hohmann sieht hier jede Menge Möglichkeiten, wo es energieeffizienter und somit klimaneutral werden kann. Photovoltaik geht primär auf die Stromseite, kann aber auch für die Beheizung mitgenutzt werden. Stichwort Wärmepumpe. Wir haben hier eine fast Südausrichtung, also bietet sich an. Hat hier eben auch den Charme, dass eben in der Zeit, in der gearbeitet wird, tagsüber die Sonne scheint. Auch andere öffentliche Gebäude haben Potenzial. Das Land Hessen will zum Beispiel Universitäten oder Ministerien klimaneutral machen, bis spätestens 2045. Eine Maßnahme, der Verzicht auf Gas, Öl und Co. in Landesimmobilien und das sogar schon ab 2026. Diesen Zeitplan gibt das neue Klimagesetz vor, das Umweltministerin Priska Hinz jetzt dem Landtag vorstellt. Erstmals in Hessen werden die Klimaziele in einem Gesetz verbindlich festgelegt. Deswegen ist unser Klimacheck auch so wichtig. Alles wird auf den Prüfstand gestellt, was wir im Lande Hessen an Verordnungen, Förderrichtlinien und Gesetzen beschließen. Um Hessen bis 2045 klimaneutral zu machen, will Ministerin Hinz einen unabhängigen wissenschaftlichen Klimabeirat berufen, der Empfehlungen abgeben soll. Außerdem gelten für die Förderung von Klimakommunen dann Mindeststandards. Der Opposition reicht das Gesetz aber nicht. Die FDP vermisst konkrete Maßnahmen. Ja, es ist vor allem notwendig, dass man mal sagt, wie man die Ziele erreichen will. In diesem Gesetz werden nur Ziele formuliert, aber kein Umsetzungsweg dargelegt. Und das ist ja das große Problem. Die Details will die Ministerin bis Ende des Jahres präsentieren. Die werden zunächst nur für die Landesverwaltung gelten, als eine Art Vorbild, vor allem für die Städte und Gemeinden. Kommunen werden die Klimaschutzziele in eigener Verantwortung mit unterstützen. Und wir werden, je nachdem, wie engagiert die Kommunen sind, auch die Förderung entsprechend anpassen. Das heißt, wer viel macht, bekommt auch viel Förderung, sodass wir hier auf die Anreizwirkung setzen. Ein ambitioniertes Vorhaben findet auch Energieberater Markus Hohmann. Aber machbar mit genügend Budget. Natürlich kostet Dämmung Geld, Fenster, erneuerbare Energien, das baut sich alles nicht von allein. Aber das ist, denke ich, schon umsetzbar. Wir haben ja jetzt bis 2045 nun auch noch mal über 20 Jahre Zeit. Da geht schon einiges, ja. Aber da muss man natürlich auch das von der Prioritätenliste relativ weit nach oben setzen. Mit dem neuen Klimagesetz ist der Weg zu mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz zumindest einmal begonnen. Ja, und vom Klima kommen wir jetzt zu Rettungskräften in Hessen. Und zwar, es geht um den Respekt für sie. Und darum ging es heute im Hessischen Landtag. Nochmal die Nachrichten mit dir, Claudia. Ja, sie werden bepöbelt und bespuckt. Attacken auf Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste nehmen zu. Und als Zeichen der Solidarität hat Hessen die sogenannte Schutzschleife eingeführt, um den Rettungskräften symbolisch den Rücken zu stärken. Im Landtag wurde heute die Frage gestellt, ob das reicht. Erst 2 Jahre ist Oliver Amelang Polizeikommissar. Dennoch gehören schon fehlender Respekt und Pöbeleien zu seinem Alltag. Verpisst euch, einfach respektlos, vor allem auf den Boden spucken. Und dabei hat man noch gar nicht das Gespräch eröffnet. Auch körperliche Angriffe häufen sich. Vergangenes Jahr wurden gut 4.900 Polizeibeamte Opfer von Übergriffen, zudem 138 Rettungskräfte und 8 Feuerwehrleute. Eine Schleife soll Solidarität mit ihnen ausdrücken, bestellbar im Netz. Innenminister Beuth fordert härtere Konsequenzen nach Übergriffen. Derzeit liegt das Strafmaß bei maximal 3 Monaten. Wir brauchen eine Anhebung auf ein halbes Jahr. Das ist meine Forderung. Wir müssen dort noch härter bestrafen, damit wir deutlich machen, dass der Unwert, der in diesen Taten liegt, halt eben auch von der Gesellschaft sozusagen nicht akzeptiert wird. Der Landtag zeigt sich solidarisch mit Einsatzkräften. Die Linken fordern für die Polizei eine bessere Bezahlung. Auch das habe etwas mit Respekt zu tun. Das Wahlalter bei Kommunalwahlen in Hessen wird nicht auf 16 Jahre abgesenkt. Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion bekam im Hessischen Landtag keine Mehrheit. Damit gilt in Hessen weiter, auch auf kommunaler Ebene, ein aktives Wahlrecht ab 18 Jahren, wie auch bei der Bundestags- und der Hessischen Landtagswahl. Vor 120 Jahren, als noch niemand das Wort Inklusion kannte, gründete Maria Rang aus Fulda im christlichen Geist Antonius gemeinsam Mensch. Heute wurde Jubiläum gefeiert.
Inklusion statt Isolation, zur damaligen Zeit revolutionär. Heute bietet das bürgerliche Netzwerk, das von Ehrenamtlern und jungen Menschen im Freiwilligendienst getragen wird, rund 1250 Arbeits- und 80 Ausbildungsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung und ist damit einer der größten Arbeitgeber der Region Fulda. Und das war's von den Nachrichten, Christine. Ja, danke schön, Claudia. Manchmal stellt man fest im Leben, dass es einen Moment geben muss, der das Leben komplett verändert, dass es einfach nicht so weitergehen kann. Marius Wojcik, der hat genau diesen Moment erlebt. Jahrelang ist er schwer alkoholabhängig gewesen, hat es nicht geschafft und dann kam dieser Tag, dieser Moment, wo er sich gesagt hat, ich muss jetzt endlich da raus. Und er hat sich selbst rausgezogen aus diesem Teufelskreis. Mittlerweile hat er auch einen eigenen YouTube-Kanal, Flaschengeist heißt er. Und er hat genau mit uns über diesen Tag, über diesen Moment geredet, der sein Leben komplett verändert hat. In meiner Peak, in meiner höchsten Zeit, habe ich ein Kasten Bier und zwei Whiskyflaschen getrunken. Mein Auto war immer der Ort gewesen, wo ich unbeobachtet bin, wo mich keiner sieht. Ich nenne das mal meine mobile Kneipe. Dort bin ich im Auto rumgefahren und habe heimlich Alkohol getrunken. Ich habe dann auch nicht mehr im Supermarkt mein Alkohol besorgt, sondern ich bin an die Tankstelle gefahren, habe dort, weil es schnell ging, weil du schnell Pfand abgeben kannst am Schalter, dir schnell Alkohol kaufen kannst, obwohl es teurer ist. Es war mir alles egal. Ich hatte nie einen Unfall gehabt, ich wurde nie erwischt, ich wurde nie angehalten. Es war ein großes Glück gewesen. Oder auch Pech, je nachdem, wie man es sieht. Vielleicht wäre es meine Lehre gewesen. Ich habe 7 Jahre lang getrunken und reingetrieben haben mich, seitdem ich 18, 19 war, Ängste. Ich habe eine Angststörung entwickelt mit Panikattacken, bin dadurch depressiv geworden und habe gemerkt, dass Alkohol dagegen hilft, dass Alkohol mir daraus hilft, dass es mir dadurch besser geht. Aber irgendwann bin ich da nicht mehr rausgekommen. Und ich wusste, ich werde sterben, wenn ich das nicht unterbreche. Ich muss das aufhalten. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich brauche Hilfe, aber ich konnte mich nicht überwinden, die zu holen. Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Mein Arzt hat gesagt, Sie müssen in die Entzugsklinik, Sie werden sterben. Ich habe dort angerufen. Die haben mir gesagt, kommen Sie morgen um 8 Uhr. Als ich aufgelegt habe, bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich habe gedacht, endlich hat das ein Ende. Eine Sucht ist immer eine Flucht. Es hat sich so angefühlt, als ob das endlich ein Ende hat. Und das war ein sehr befreiender Moment gewesen. Ich habe ein Taxi bestellt und als ich dort angekommen bin, auf dem Weg in diese Entzugsklinik, auf diesem Gelände, habe mich die ganze Zeit noch irgendwas zurückgehalten. Es war ein Moment, wo ich hätte noch umdrehen können. Ich wollte da nicht rein, aber die Angst vor dem Tod, dass ich es nicht schaffe, hat mir den Mut und die Kraft gegeben, nicht umzudrehen, sondern da reinzugehen. Und das war der Tag, der mein Leben verändert hat. Das war der Tag, an dem alles begonnen hat, besser zu werden. Als ich in die Klinik gekommen bin, habe ich meinen Alkoholentzug durchgeführt. Das war wirklich die Hölle gewesen, aber es hat sich gelohnt. Ich habe 10 sehr harte Tage hinter mir, wo mein Körper rebelliert hat und mir alles zurückgegeben hat, was ich ihm jahrelang angetan habe. Das war wirklich die Hölle gewesen. Mein Zustand war desolat, als ich in der Klinik angekommen bin. Wenn ich morgens aufgewacht bin, hat mein Körper rebelliert. Mein Magen war vergiftet gewesen. Ich konnte nichts mehr essen, ich konnte nichts mehr zu mir nehmen. Ich habe gezittert, ich habe geschwitzt. Ich habe morgens in den Spiegel geschaut, nachdem ich mich übergeben habe. Habe blutunterlaufene Augen gehabt, ich habe irgendwann gelbe Augen gehabt. Ich habe im Spiegel jeden Tag den Tod näher kommen sehen. Servus Leute, grüßt euch, Sonntag 16 Uhr, Flaschengeistzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video. Und heute sprechen wir über ein sehr interessantes und wahrscheinlich vielleicht sogar auch amüsantes Thema. Ich habe den Kanal Flaschengeist gegründet und in meinem ersten Video gesagt, ich möchte das Gesicht sein für die Menschen, die vielleicht nicht so die Stimme haben oder sich nicht trauen, mit diesen Themen nach vorne zu gehen. Und ganz viele Menschen gibt es da draußen. Sie schreiben mir alle mittlerweile aus allen Gesellschaftsschichten. Keiner traut sich, darüber zu sprechen. Und diese Diversität der Alkoholsucht zu brechen, das habe ich versucht, oder versuche ich mit diesem Kanal, den Menschen das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, jeder, der viel Alkohol trinkt. Egal. Hinter dem Thema Sucht sind immer andere Sachen. Es sind immer Dinge, die tief in den Menschen drin sind, die er aber aus irgendwelchen Gründen nicht äußern kann. Und es gesellschaftstauglicher ist, sich zu betrinken und
Das versuche ich bestenfalls zu ändern, dass man sich die Hilfe früher holt und sich auch traut, darüber zu sprechen. Ich lebe seit 11 Jahren abstinent, sprich ich trinke keinen Alkohol, bin relativ frei von meinen Depressionen, von meinen Ängsten, die ich damals hatte. Aber es hat mich viel Kraft und Anstrengung gekostet. Ich habe Aufarbeitung betrieben und ich wollte da raus. Ich wollte mich wieder ins Leben kämpfen. Ich habe vieles verloren. Meine Arbeitsstelle, alte Freunde, Lebensgefährtin, ich habe vieles verloren dadurch. Und ich wollte mich wieder rankämpfen. Ich habe meinen Meister gemacht, bin heute Betriebsmeister und führe 45 Mitarbeiter in Frankfurt für ein großes Pharmaunternehmen. Bin in der IHK, im Prüfungsausschuss, prüfe Chemikanten. Das ist der schöne Teil der Geschichte von heute, den ich gerne vielen Menschen mit auf den Weg geben will, die am Anfang sind und denen es jetzt so schlecht geht, wie es mir damals gegangen ist. Und die denken, das ist das Ende. Das ist es nicht. Du kannst alles noch schaffen. Du musst durch dieses Loch gehen, du musst durch dieses Tal gehen, das aufarbeiten. Du kannst alles noch schaffen. Und das will ich auch sozusagen den Leuten vermitteln, dass das ein wertvoller Reset ist im Leben. Und es gibt immer eine Chance, danach noch alles zu machen. Die Geschichte beginnt von vorne. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, wow, diese Geschichte von Marius, die hat mich wirklich beeindruckt, dann kann ich Ihnen den langen Film ans Herz legen. Der läuft heute um 21 Uhr im hr-Fernsehen in der Rubrik Friso sucht die Freiheit. Und Sie können diesen Film auch schon jetzt sehen in der ARD-Mediathek. Und jetzt ziehen wir unser dolles Dorf der Woche. Das ist ja gute Tradition hier in der Hessenschau, immer am Donnerstag. Wir machen das in Kassel und es ist mein lieber Kollege Jochen Schmidt. Mensch Jochen, bei uns war es ganz schön grau, jetzt ist es dunkel in Kassel. Wie war es bei dir? Genau so. Nee, also heute war wirklich ein Tag der Wurselig. Ne? Wir haben ja alle uns gefreut, dass mal ein bisschen wieder ein paar Tropfen Regen kommen. Aber wer macht das Wetter? Es waren nur ein paar Tropfen. Von daher, naja. Mal gucken. Egal, wo wir hinfahren, morgen soll es möglichst mal nicht regnen. Wird total schön an den Herrn da oben. Wir fahren nämlich in den Landkreis Waldeck-Frankenberg. Wir fahren in die Stadt Frankenberg. Wir fahren genauer gesagt nach Haubern. Liebe Leute in Haubern, ja, jetzt ist es passiert, ne? Jetzt seid ihr dran. Haubern, 540 Einwohner. Ihr seid gezogen und deshalb ruft uns bitte an unter der 0561 31040 oder auf dem Handy 0171 2230715. 2230715. Da können wir uns verabreden, wo wir uns in Haubern heute Abend treffen. Ja, danke schön, Jochen, und ganz herzliche Grüße nach Haubern. Man lernt ja immer noch was in der Hessenschau. Mhm. Heute Abend kommen wir auch wieder. 22.15 Uhr, nochmal die späte Hessenschau. Ja, und jetzt kommt das Hessenschau-Wetter. Mager gespannt, ob es vielleicht morgen ein bisschen schöner wird. Karin Schmidt weiß mehr. Machen Sie es gut. Schönen Abend.